Herzlich willkommen zusammen zurück hier auf unserem Community-Server in Elm Creek. Ja, ich habe hier meine Biogasanlage und die hat inzwischen jede Menge Gärreste schon produziert. Also hier sind 296.000 Liter Gärreste drin, plus hier oben ist der zweite Anschluss, der direkt aus der BGA rauskommt. Und hier sind 800.000 Liter Gärreste drin, bedeutet, ich habe insgesamt 1 Million. Und ja, hier nebendran frisch eingesäte Felder. Die brauchen noch Dünger. Ich würde sagen, da fangen wir jetzt an mit Gärreste fahren. Ich habe hier schon mal alles soweit vorbereitet. 7R ist ready. Mein Güllefass, würde ich sagen, wir zapfen an und pumpen da mal Gülle ab. Nicht Gülle, sondern Gärreste. So rum. Und wahrscheinlich ist es am besten, wenn wir auf der anderen Seite des Feldes anfangen mit Ausbringen. Vorwärts sollte ich fahren. Ja, einfach, dass ich da dann nicht die ganze Zeit mittendurch die ausgebrachte Gülle fahren muss. Fahren wir mal da runter. Genau. Das ist jetzt einmal Start des Gülleprojektes quasi. Oder Gärreste, muss ich ja sagen. So viel Gärreste hatte ich tatsächlich auch noch nie. Ich hatte ja vor der Hofübernahme von Mark, der quasi Christians Hof übernommen hatte. Klappen der war hier mal aus. Ein Vertrag mit der anderen BGA, dass ich Gülle liefere und dafür Gärreste bekomme. Das hat auch tiptop funktioniert. Aber nachdem der Hof dann halt übernommen wurde und ich dann die eigene BGA hatte, da ging es dann los mit der eigenen Gülle. So, runter und los geht's. 80 Kilo pro Hektar bringen wir hier aus. Ja, je nach Boden. Der schaut auf die Bodenwerte. Er hat ja Gülle-Sensoren. Und dann passt er das perfekt an, dass genau die Menge Gülle ausgebracht wird, die der Boden hier auch benötigt. Und wenn da außen ein bisschen was in die Wiese reinkommt, ist auch nicht schlimm. Da wächst das Gras umso besser. Bin mal gespannt, wie viel Fässer das ich brauche für das Feld hier. Im Anschluss müsste der ja schon dann perfekt gedüngt sein. Dass wir da nicht nochmal drauf müssen. Können wir mal kurz hier schauen, was der hier anzeigt. Genau, 80. Herrlich. Schieben wir den da hinten raus und setzen an für die nächste Bahn. Let's go. Sieht man schon richtig gut den Unterschied, wie die Feuchtigkeit hier einfach am Glänzen ist. Ist jetzt auch auf dem gewalzten Boden hier deutlich besser zu sehen, wie wenn hier noch teilweise Stroh mit zu sehen wäre. Meine Meinung. So, jetzt sind wir hier runter.
Zweite Bahn, 40% haben wir noch. Vielleicht reicht es nochmal hoch. Es wird aber knapp, glaube ich. Na doch. Könnte reichen. Ei, gegen. Die Sonne war es gut sichtbar, aber von der Sonne weg. Ist dann tatsächlich schon sehr schwer zu erkennen, wo hier die Grenze war. Ja, 1 Million Liter haben wir. Und was habe ich denn zu säen? Rund 50 Hektar, beziehungsweise ein Großteil ist ja auch schon gesät. Aber 50 Hektar müssen wir düngen. Manche Früchte brauchen mehr, manche brauchen weniger. So insgesamt, all in all, würde ich sagen, die... Ich meine Gärreste, wenn ich die ganze Zeit Gülle sage, sorry. Genau, ich würde sagen, dass die Gärreste reicht. Stänge einklappen. Für die 50 Hektar. Wir haben ja, wir können mal kurz genau hinschauen. Wir haben ja hier... hehe. 6,6 Hektar. Teil ist auch nicht mehr Land so gesehen. Land, kein Acker mehr. Also sagen wir 6 Hektar. Und wir haben davon jetzt vieles nicht. Ein Viertel gedüngt. Also vielleicht 1,5 Hektar, 18.000 Liter gebraucht. Wenn wir jetzt überlegen und ausrechnen, dann bräuchte ich ja so circa 35 mal die 18.000 Liter. So, fahren wir hier mal hin. Und füllen hier wieder. Genau. Und das sind dann so insgesamt 540. Nee, sogar mehr. 630.000 Liter Gärreste, was wir dafür brauchen. Wird er laufend nachproduziert? Wenn er überlegt, wann habe ich die BGA gebaut, die steht auch noch kein halbes Jahr. Und schon hat sie so viel Gärreste produziert. Klar, man muss jetzt sagen, die eine Pflanze braucht mehr, die andere weniger. Das eine Feld hat mehr Dünger, das andere hat weniger Basisdünger aktuell. Das ist eine Varianz, von dem her kann ich jetzt nicht sagen, 630.000 Liter Gärreste und dann bin ich fertig. So einfach ist es tatsächlich nicht. So, da müssen wir wieder rein. Aber grob schon. Und bis wir das jetzt fertig haben, vor allem noch nicht mal alles gesät. Ein Teil kann ich ja erst nächsten Monat ausbringen. Da brauche ich gar keinen Mineraldünger mehr. Dabei habe ich erst einen Anhänger voll Mineraldünger gekauft. Eieiei, Fehlkauf. Eindeutiger Fehlkauf. Wobei, ja. Ich schau mal, also. Genau. Die Felder hier jetzt, die machen wir so, wie wir es jetzt machen. Und die Felder, die weiter entfernt sind, da muss ich dann noch einen Feldrandcontainer dafür kaufen. Habt ihr auch vorgeschlagen? Ist auch eure Meinung. Feldrandcontainer. Beste Möglichkeit, um dann an entfernten Feldern
Gülle auszubringen. Allerdings, ja, wie soll ich sagen? Feld 18, 19, wisst ihr, wo es ist? Komplett im anderen Ecke der Karte. Weiß ich nicht, ob ich da so weit Gereste fahren will. Vielleicht nehme ich da dann einfach einen Kunstdüngerstreuer und streue dort Mineraldünger. Und wenn es zwischendurch mal schnell gehen muss, in der Zukunft, schnell mal Gras düngen oder sonst was, ja, dann nehme ich auch einen Mineraldüngerstreuer. Also so umsonst ist er auch nicht. So, sollten wir dann doch langsam schon die Hälfte des Feldes hier haben. Mal wenden. Ist ja irgendein Trick hier. Nee. Das ist verdammt schwer. Ich weiß nicht. Meine Qualität, die ich hier sehe, ist sicherlich noch mal ein Ticken besser, wie das, was schlussendlich bei euch dann im Video rauskommt. Könnt mich ja gerne mal wissen lassen, ob ihr den Unterschied hier jetzt sehen könnt zwischen... Weil wenn ich nach hinten blicke, klar, aber wenn ich jetzt hier nach vorne schaue, wo ist schon Gülle, wo ist schon Gärreste, wo ist noch keine Gärreste? Ist schon krass. So, das sind wir da oben. Nicht da reinfahren. Im Übrigen, Landwirte müssen die Straße wieder reinigen, wenn sie die verschmutzen mit Erde, Gülle oder sonstigem Sach. Muss jeder machen, nicht nur Landwirte. Und wenn ich jetzt hier fahre, wo ich fahre, wo noch keine Gülle ausgebracht ist, der Boden einigermaßen trocken ist, da sammelt sich nicht viel Erde an die Reifen. Gut, ich bin jetzt eh direkt hier am Hof, aber wenn ich jetzt nach dem Feld eine größere Strecke fahren müsste, so hypothetisch gesagt, ich allerdings durch die Gülle durchfahre, die ist feucht, die hat den Boden ein bisschen angefeuchtet, da habe ich direkt jede Menge Dreck an die Reifen. Und dann darf ich putzen. Schon wieder leer. Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Einmal Gestänge einklappen. Ich wollte nämlich gerade noch sagen, ja, ich habe schon ein paar Mal Straße putzen dürfen, weil hier und da ist es einfach nicht zu vermeiden. Mal hier nach Wetter und Jahreszeit geht es halt einfach nicht anders. Genau, hier ist quasi so die Anzeige, die hochgeht, wann es voll ist. Für diejenigen, die mein Video gesehen haben, wo ich in Real Life Gülle gefahren habe. Für alle anderen, ja, ihr könnt es ja immer noch anschauen. Ist auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Und im Übrigen, ich weiß gar nicht, ob ihr das selber schon gesehen habt, aber finde ich eine richtig geniale Funktion. Gibt es seit ein paar Wochen. Wenn man auf dem YouTube-Kanal ist, kann man quasi in der Videoübersicht oben rechts, nicht allgemein in YouTube, sondern so ein bisschen tiefer, da ist eine zweite Suche. Und da kann man dann speziell nach Videos von diesem Kanal, wo man gerade drauf ist, suchen. Finde ich richtig gut, weil je nachdem, wenn es viele Videos gibt, tue ich mich selber manchmal sogar schwer. War ich denn schon so weit unten?
Setzt man dann mal oben an. Läuft eh spitz zu. Können wir schon mal ausklappen. Ja, wenn man jetzt schnell mal was suchen möchte, ist echt schwierig. Klar, ich hatte die verbesserte Suche eh schon immer, weil ich quasi über YouTube Studios suchen konnte. Da habe ich dann quasi in meinen eigenen Videos immer alles sehr schnell gefunden, aber auf anderen Kanälen war es dann schon echt schwierig. Schau da einfach mal rein. Real Life Güllefahren oder irgendwie sowas hieß das Video. Ich habe ja auch eine Playlist mit Real Life oder reale Landwirtschaft oder so, da ist auch drin. Ach, da war das, bin ich viel zu weit hochgefahren. Ich habe es halt einfach nicht mehr gesehen. So, jetzt müssen wir aber hier drüber. Da führt kein Weg dran vorbei. So, ich würde sagen, ich fahre hier direkt und mache hier einen Feldabschluss. Nochmal. So, an der Stelle ist es leider unvermeidbar, dass ich hier über die schon gedüngte Stelle fahre. Aber in dem Fall weiß ich jetzt auch, dass ich noch ein bisschen auf dem Feld unterwegs bin. Wo es dann wieder rausgeht. Ist der Schwenker drin? Perfekt. Ja, drei Viertel des Feldes haben wir inzwischen, denke ich. Ist nur noch der spitze Zipfel hier, plus oben Vorgewände. Wahrscheinlich noch eineinhalb Fässer nach dem hier in etwa. Geht's ab aufs Nachbarfeld. Plus Kartoffeln. Da werde ich auch noch ein bisschen Gülle drauf fahren. Das geht auf alle Fälle alles direkt von hier aus. Drüben dann Feld 25 und die anderen Felder, die ich so noch habe. Da ist dann schon ein bisschen schwieriger. Da brauchen wir definitiv Feldrandcontainer. Da muss ich mir dann noch einen aussuchen. Ne, gibt nur einen, oder? Gibt nur einen, genau. Außer man hat Pumps and Hoses, dann hat man eine größere Auswahl. Aber was ich echt brutal finde, Pumps and Hoses hat einfach als Mod einfach mal über 800 MB. Ist brutal groß, ist fast, also das ist definitiv größer wie manch eine normale Map im Standardformat. Ja, da brauchst du natürlich halt auch erstmal einen passenden
Speicherplatz dazu auf dem Server? Und den haben wir aktuell leider nicht, aber bald. So. Das war's dann wohl. Klappt mal ein. Wie gesagt, 1,5 Fässer schätze ich noch, dann sind wir hier auch fertig. Und dann geht's ab hier aufs nächste Feld. Sollte ich vielleicht auch oben anzapfen und oben rausholen. Nicht zu weit weg. Wobei es natürlich jetzt auch gut, solange ich hier noch einigermaßen wenden kann. Wenn dann das ganze Feld hier hinten voll mit Gülle eingesaut ist, dann habe ich hier nur noch einen kleinen Wendekreis, der dann unter Umständen schon relativ, ja, da kann es schon eng werden. Hole ich jetzt für das Feld voll hier unten raus und für oben dann, für die anderen Flächen dann von oben. Weil genau das direkt von der BGA sollte ich mit Prio 1 leer machen. Ansonsten habe ich irgendwann das Problem, dass dort voll ist. Und wir dann quasi hergehen müssen. So. Und umpumpen von der einen in die andere Grube. Oder eine Rohrleitung baggern. Ja, ich mache jetzt hier einfach vollends fertig. Habe ich nicht angeschalten gehabt. Einmal mit Profis hier. Das Feld voll fertig, das Nachbarfeld, und ich denke, es ist angebracht, wenn ich euch dann wieder zuhole, wenn es dann zum Feldrandcontainer übergeht und wir den kaufen und aufstellen und alles dafür einrichten. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin, euer Iltis. Ciao, ciao.